Es ist immer die Frage auch, wer hat wann was in der Staatsregierung gewusst und was hat er daraufhin veranlasst. Und die Ministerin hat ja auch immer gesagt, also sie hat sich für die Wiederaufnahme des Verfahrens Mollerts eingesetzt, aber sie hatte ja schon vor 1,5 Jahren lagen alle Fakten vor, die für eine Wiederaufnahme ausgereicht hätten. Sie hat nichts gemacht. Sie hat gesagt, alles ist in Ordnung. Und erst noch am 7. April hat sie gesagt, sie würde sich da einsetzen. Gleichzeitig macht die Staatsanwaltschaft Anträge, dass er weiter in Untersuchung also bleiben soll in der Psychiatrie. Und das ist ein widersprüchliches Verhalten. Was jetzt nun, Frau Ministerin, muss man sagen, und das muss aufgeklärt werden.